Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Wir haben ein neues Kapitel im Schattenmodus freigeschaltet, nämlich Osgiliath. Osgiliath, diese alte Stadt am Ufer des Anduins, war lange Jahre die letzte Bastion zwischen Minas Tirith und Mordor. Ja, und ich würde mal sagen, das probieren wir mal direkt aus. Ich will nämlich neue Items gewinnen. Okay, als was kämpfen wir zuerst? Oh, es geht direkt mit unserem General. Und wir haben 4 Fuzzis. Ja, wen bringen wir denn am besten um? Wir haben Idrial da stehen. Und Elegos. Wir haben 3 Nahkämpfer da rumstehen. Das finde ich jetzt alles andere als gut. Ich könnte Faramir umbringen, aber ich könnte auch Idrial. Kümmern wir uns erstmal um Idrial. Ah ne, wir können ja durch den Morgul-Schuss verhindern, dass sie angreifen, wenn wir erfolgreich sind. Belebender Schlag. Au! Klingenlähmung. Was machen wir? Der kann nicht angreifen, dann lähmen wir dich erst einmal. So, erstmal schön lähmen. Von wegen, der kann nicht angreifen. Ah. Gothmog, was machst du? Schwächt den Feind oder zorn's aus? Erstmal Baradur, Fluch. Das mag ich, yeah. Faramirs Wert. Und Gegenangriff, aua. Morgul Schuss. Och, daneben, du Opfer. Du wirst nur exekutiert, wenn du so einen Scheiß nochmal machst. Pfeil hast. Alter. Nicht gut. Der macht uns doch kalt. Das sind auch echt keine starken Leute, die wir hier haben. Zorn Saurons. Gothmog ist auch nicht gerade so, wo ich sagen muss, hey, du bist toll. So, Klingenlähmung, damit wir Idrial erstmal wegkriegen. Warum kann die immer noch? Das hat überhaupt nicht funktioniert. Wer ist denn als nächstes dran überhaupt? Du? Zorn des Generals. Daneben. Oh Gott, meine Leute treffen noch nicht einmal. Das ist das Traurige hier momentan. Wir versuchen jetzt einfach mal zu retten, was zu retten geht. Fuchsis-Rüstung kriegen die jetzt auch noch. Na super. So, Baradur-Fluch, weil ich euch so hasse. So, bitteschön. Gegenangriff. Na toll. Aua. Anno. Wie jetzt nochmal? Au, lass das. Anno. Spinnen die jetzt hier total? Ich könnte ihn jetzt umbringen. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Der soll jetzt sterben mit seinem Gegenangriff. Warum hast du ihn nicht umgebracht? Du sollst ihn töten. Oh. Was machen denn meine Orks? Was seid ihr denn für eure Hohlköpfe? Der steht immer noch. Der Typ steht immer noch. Jetzt tötet den. Dankeschön, Herr General. Es gehen doch. So, Klingenlähmung. Auf wen denn? Bitteschön. Ist doch eh jetzt in nächster Zeit keiner dran. Dann kümmern wir uns erst einmal um Idrial. Die kann nämlich heilen. Und das gefällt mir nicht. Zorn des Generals. So, ist tot. Haben wir erledigt. Elegos, der Nächste. Ja, der hat nicht so viel Rüstung, von daher können wir schön auf den draufballern. Komm, kümmert euch jetzt um den. Mein Gott, das sind echt Kackeinheiten, die ich hier habe. So, Zorn des Generals, das sollte ihn umlegen. Doppelcritical, nice. Schön gemacht. So, jetzt gibt's Klingenlähmung.
damit du auch schön erst spät drankommst. Und erledigt. Gut. Super gemacht. Also super gemacht. Oh, jetzt kämpfen wir als ein paar süße Trolle. Okay, das hat ja jetzt nicht so viel verletzt. Ja, das tut schon ein bisschen eher weh. Ein gezielter Schuss, was tut das? Okay, unser Ziel ist Eligost. Was machen wir? Ich könnte ihn beschleunigen. Dunkle Heilung oder ich könnte einfach jetzt auf alle Feuer. Feuer, das mag ich. Bom, 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 bom. Yes. Bitteschön. Habt ihr euch verdient. Klingen Inferno. Ja, setzen wir doch mal auf Eoden ein. Oh, er ist schon tot. Oh, schade. Das tut mir aber sowas von leid. Trommel, Feuer. Bäm, bäm. Na, habt ihr schon genug? Vielleicht sollte ich mir Gedanken machen, ob ich genug habe. Weil mein armer Troll hier wird getötet. Ich muss jetzt unbedingt Eligost betäuben, ansonsten ist mein Trommeltroll weg. Oder töten, geht auch. So, dunkle Heilung. Ich kann mich heilen durch Trommeln. Yeah. Geiler Beat, Bruder. So, Klingen Inferno. Und dann bist du, denke ich, auch mal weg. Platsch, aufgeschlitzt und geteilt. Toll gemacht, Bruder. Next one. Jetzt spielen wir als der Hexenkönig von Angmar. Au, oh, das hat wehgetan. Wir setzen erstmal Furcht auf Idrial ein, damit die nicht angreift. So. Und dann kümmern wir uns um dich. Morgulwind oder? Ich glaube, ich mache Morgulwind. Auf Beritor. Boah, netter Schaden. Netter Schaden. Ektelions Zorn. Daneben. Mann, du Loop, ey. Und nochmal, dann bist du aber auch tot. Oh, armes Köpfchen kaputt geklatscht. Oh, du Ärmster. Was mit dir denn, Idrial? Hast du etwa Angst vor mir? Du brauchst doch keine Angst vor mir haben. Hm, ich hab Hunger. Ich glaube, ich esse mal ein bisschen Elbin. Ham, ham, lecker Happen. Yummy, yummy. Und gewonnen. Super. Sippidupi. Ja, ich denke, das sind doch tolle Sachen. Das sind doch tolle Sachen, die ich bekommen habe. Auch wieder wenige Kämpfe, wenn ich ehrlich sein soll. Da gab's doch viel mehr. Naja, was soll's. Ich habe meine Items, das reicht. So, Spiel laden. Denn es geht weiter. Es geht weiter, es geht weiter. In Minas Tirith. Wenn es fertig geladen hat. Ja, okay. Neue Ausrüstung. Schwert Isildurs. Boah, deutlich mehr Schaden. Nice. Gondorianischer Bauch. Ja, warum nicht? Kriegst du. Aber das mit dem Schattenschutz poliert, das weiß ich noch nicht. Doch, kriegst du. Kriegst du. Des Schattenschutzes. Super. Okay. Speer. Hm, ja, ein neuer Speer. Hm, ja. Kriegst du. Kriegst du. Klingt super. Klingt super. Okay. Das war's aber auch schon. Dann speichere ich das noch kurz zwischen, damit ich nicht irgendwie neu laden muss und das vergesse. La 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 la. Alles klar. Also wir können direkt zu dem Troll gehen, der diese Gegend hier bewacht. Oder wir helfen erst einmal hier den armen Gondorianer.
die ja ohne uns nichts gebacken kriegen. Wie so oft. Wasserhengst? Bei so vielen Gegnern? Warum eigentlich nicht? Warum denn eigentlich nicht? Wenn wir schon dabei sind, warum denn nicht? Dann kriegen zwar Beritor und Eodin nichts gelevelt erstmal, aber was soll's. Das sind 4 Gegner, die nerven so schon, die kann ich alle wegputzen. Na guck doch mal, mit ein bisschen Frauenpower geht das. Nice gemacht. Beritor und Eodin bekommen was. Außerdem geht das so viel schneller. Ein neuer Schild. Ja. Ja, ja. Nehmen wir. Und Eodin bekommt auch einen neuen Schild. Ein bisschen weniger Stärke. Ja, aber das macht nichts. Dafür mehr Rüstung. Und die hat der Bitter nötig. So, hier gibt's keinen neuen Truhen. Okay. Ich muss schon sagen, diese Stadt Minas Tirith, dieses Aussehen erinnert doch schon sehr stark an die Drachenstadt von meinem Let's Play The Legend of Spyro Dawn of the Dragon. Irgendwie tut er das, muss ich sagen. So allein von der Atmosphäre passt es. Boah, 24.000 Schaden. Unsere schöne neue Waffe. Rüstung splittert. Bäm. Weg mit dir. Morgul-Schuss. Aus der Entfernung ausgewichen. Geilo. Na komm, dann machen wir auf einen Zorn der Lautwasser. Dann ist er nämlich auch weg. Und du darfst nochmal ran mit Fluch der Orks. 36.000 Critical. Wir ownen wieder. Wir sind wieder da. Jetzt sind wir wieder am Ownen. So gefällt mir das. Eligost. Jetzt bekommen wir wieder andauernd neue Sachen. Oh, definitiv. Den ziehst du an. Fiole der Schatten. Okay. So, hier gibt es aber noch einiges zu klären. Da wird noch gekämpft. Den wollen wir auch helfen. Zorn des Wassers. Idrial. Idrial. Was zu tun? Zuerst einmal musst du dich heilen. Mit Galadriels Gabe. Und dann setzt du Wasserhengst ein, weil das so richtig böse Buben sind. Dann spülst du die mal ordentlich weg und dann sind wir alle glücklich. Wasserhengst mit der Kraft von Persil, um euch reinzuwaschen. Yeah! Dass der Häuptling das überlegt hat, konnte ich ja schon ahnen. Aber die nächsten Angriffe wird er nicht überleben. Und tschüss. Da, 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 Helikopter, Helikopter, Helikopter. Boah. Was hat Eodin einen Levelaufstieg? Verteidige den Innenhof. Abgeschlossen. Ja, aber hier sind doch noch Truhen. Die will ich auch haben. Okay, das war ein langweiliges Objekt. Da hinten liegt auch noch eine Truhe. Beritor bekommt etwas. Oh, aus Mithril. Mehr Rüstung, aber mehr, weniger, ja, ein bisschen weniger Stärke. Egal, das sieht cool aus. Guckt euch das mal an, es sieht aus wie Asterix fast. So schöne Flügelchen dran. So sehen echte Krieger aus. So muss das sein. Nein, darauf will ich das jetzt nicht speichern. Ich möchte das hier drauf speichern. Jupp, bum, 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 bum. So. Innenhof gesichert, 72%. Kämpfen wir noch gegen den Troll. Hallöchen, Troll.
Was haben du uns so mitgebracht? Ach du Scheiße. Deine ganze Family ist mit dabei. Wer hätte das denn gedacht? Ekstase. Wasserhengst. Machen wir das ganz locker flockig. So wie es das Wasser es vorherbestimmt hat. Ihr kriegt jetzt erstmal schön eine auf die Flosse. Werdet schön weggespült. Oh, 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 die sind beide umgekippt. Alle drei umgekippt. Oh, aber Verstärkung kommt. Da kommt Verstärkung. Ganz, ganz böse Verstärkung. Die haben Federn auf ihren Helmen. Das muss eine Bedeutung haben. Ja, wie wär's nochmal mit Wasserhengst? Ich meine, wenn wir schon dabei sind, dann können wir sie wirklich alle wegspülen. Und unser Perfect-Modus ist schon wieder aufgeladen. So kurz nach dem Kampf gegen den Hexenkönig. Also diese armen Orks haben keine Chance. Nee. Die werden weggespült. So. Die nächsten. Jetzt kommen wieder ein paar Trolle, richtig? Ach, ein kleiner Ork. Und ein kleiner Ork. Okay. Ist nicht so schlimm. Ja, Doppelangriff? Ich bin jetzt richtig wütend gerade. Jetzt habe ich natürlich die beißende Klinge ausgetauscht. Wo andere protestieren könnten. Hey, da kriegst du aber GP wieder zurück, wenn du damit angreifst. Ja, tue ich, aber ich tue weniger Schaden. Und mir ist Schaden ein bisschen wichtiger. Weil um GP muss ich mir keine Sorgen machen. Muss ich ja nicht. Durch meinen wunderschönen, hier, Aura der Valar und so. So, weg. Oh, und es kommen mehr. Es kommen immer mehr. Es hört gar nicht auf. Morgul klingen. Aua. Gegenangriff. Und tschüss. Hast du verdient. Da kommt der nächste. So, Speerkünste. Rüstung splittert. Und weg. Oh, verdammt. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Daneben. Klingenlähmung. Aua. Trollhammer. Oh. Oh, 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 oh. Jetzt dreht mal hier nicht durch. Okay. Dreht mal jetzt hier nicht durch. Ekstase. Gesundheitsentzug. Und noch einmal. Gesundheitsentzug. Todesstöße. Au. Linker Hammer. Au. Oh oh. Es zeichnet sich gerade nicht dadurch ab, dass Idrial demnächst dran ist. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet. Fluch der Orks. Damit der weg ist. Okay, die Seite ist leergeräumt. Da passiert jetzt erstmal gar nichts. Gegenangriff. Dann ist der auch erstmal weg. Und dann kommt ein zweiter Troll. Das ist jetzt natürlich etwas, was ich nicht unbedingt wollte. Und dass es ausgerechnet Idrial trifft, das wollte ich generell nicht. Komm, die muss wieder aufstehen. Die muss einfach wieder aufstehen. Ansonsten macht alles keinen Sinn hier. So, dann setzt du einfach schnell Wasserhengst ein und dann sind sie weg. Weil dreimal hintereinander wären die dran. Das ist mir eindeutig zu gefährlich. Mit Wasserhengst seid ihr ganz gut bedient bei mehreren Gegnern. Also die putzt ihr dann weg wie sonst was. Die putzt ihr dann weg wie sonst was. Natürlich, solange ihr auf Geist geskillt habt. So, ein kleiner Ork taucht noch auf. Der gerade am Durchdrehen ist.
So, aber jetzt kriegt er die Klinge Beretors. Und das ist der Sieg. Mit dem coolen neuen Helm. Yes. Nice. Aufstieg. Aufstieg. Noch ein Aufstieg. Auch für Edegos gibt es einen Aufstieg. Ja komm, Morwin ziehen wir auch noch mit. Nur Hartort kriegt keinen. Oh. Okay. Die nächste... Nee. Jetzt wartet Gandalf da auf uns. Gabba Gandalf wartet auf uns. Gut. Noch mehr Geist. Noch mehr Stärke. 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 Alles klar, Ausrüstung gab es ja nichts. Alles klar. Supidupi, dann werden wir im nächsten Part Gabba Gandalf ansprechen. Der wird bestimmt etwas für uns zu tun haben, um Minas Tiere zu verteidigen. Und ja, das sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann.